Deutschland und Norwegen bestellen in Kiel neue U-Boote. Die beiden Länder kooperieren bei Beschaffung, Logistik und Infrastruktur. Die Kieler Werft ThyssenKrupp Marine Systems baut U-Boote. Quelle: Daniel Reinhardt, Deutsche Presseagentur. Mit der Kooperation beim Bau von U-Booten gehen Deutschland und Norwegen nach Ansicht von Marineinspekteur Andreas Krause neue Wege. Damit übernehmen wir eine europäische Vorreiterrolle, sagte Krause der Deutsche Presseagentur. Norwegen wird laut der Anfang Dezember unterzeichneten Vereinbarung 4 und Deutschland 2 U-Boote bestellen. Die Auslieferung der deutschen U-Boote sei für 2027 bzw. 2030 angedacht. Sie werden auf der Kieler Werft ThyssenKrupp Marine Systems gebaut.